Es ist mir eine besondere Freude, euch heute dieses Spiel vorstellen zu dürfen. Ein Spiel, welches ein direkter Konkurrent zu Escape from Tarkov ist. Dem Platzhirsch, ja sogar dem einzigen Spiel im Hardcore-Survival-Genre. Dem meiner Meinung nach besten Genre, was es überhaupt gibt. Ich kenne momentan kein anderes Genre, was mir so den Thrill, Angstschweiß und aber auch Erfolgstränen schenkt. Und zwar wie in einer Achterbahn rauf und runter. Das ist einfach einmalig. Und ich glaube auch, das ist genau der Grund, warum sich so wenig Publisher an dieses Genre rantrauen. Wir reden hierbei von The Cycle Frontier vom deutschen Entwickler Jager. Wem das ein bisschen bekannt vorkommt, tatsächlich ist es so, dass The Cycle bereits im Jahre 2019 veröffentlicht wurde, und zwar im Stile eines Battle Royals. Zwei Jahre später, im Oktober 2021, ist das Spiel jetzt im ganz neuen Gewand erschienen und trägt den Beinamen Frontier. Und zwar ist es so, dass die Menschen ihren Planeten verlassen mussten, weil dieser Planet immer lebensfeindlicher wurde. Dadurch, dass das Ganze in der Zukunft spielt, ist es so, dass die Menschen ihre Zuflucht in einer Weltraumbasis gefunden haben. Eine Weltraumstation, in der sie ihr Leben führen, aber auch in regelmäßigen Abständen immer wieder auf den Planeten runterfliegen, um Ressourcen zu sammeln, Essen zu finden, Reichtum anzuhäufen und so weiter und so fort. Die Dinge, die auf dem Planeten gesammelt werden, werden wieder in der Basis verwendet, um die eigene Basis auszubauen, Reichtum zu erlangen oder auch einfach nur, um zu überleben. Das heißt, das Spielprinzip besteht darin, dass der Spieler in einer Kapsel auf dem Planeten landet, zwei Ausgänge zugewiesen bekommt, die er erreichen muss, wobei es überhaupt keine Rolle spielt, was er auf dem Weg dahin macht. Er kann sich entscheiden, einfach alle Spieler zu jagen, Ressourcen zu sammeln, Missionen zu erfüllen, die Landschaft zu genießen, es spielt keine Rolle. Am Ende des Tages muss er lebendig diesen Ausgang erreichen und wieder auf die Station zurückkehren. Schafft er das nicht, und hier kommt der Survival-Aspekt ins Spiel, stirbt er und verliert alles, was er dabei hat. Das heißt, Ressourcen, Loot, welches er gesammelt hat, bleibt auf dem Planeten, aber auch die Ausrüstung, die er mitgenommen hat, also seine Waffe, seine Rüstung, sein Helm, sein Rucksack, Medizin, Munition, alles Mögliche, verbleibt ebenfalls auf dem Planeten und ist verloren. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass der Wert des Lebens, also die Wertigkeit des Spielerlebens, stark erhöht ist. Und anders als bei anderen Spielen ist es nicht so, dass man einfach die nächste Runde startet, als ob nichts wäre, sondern dass man nach einem Tod, je nachdem, wie drastisch dieser Tod war, beziehungsweise wie verlustreich dieser Tod für einen war, erstmal schlucken muss und diesen Tod verkraften muss. Diese ständige Verlustangst, die einen begleitet, sorgt während dem Spiel durchgängig für ein gewisses Gefühl der Aufregung und des Thrills und sorgt am Ende dafür, dass eine erfolgreiche Extraktion, also das Überleben einer Runde, ein umso größerer Erfolg ist. Dazu kommt, dass die Ressourcen, die man beim Überleben einer Runde erhält und mit auf die Basis nimmt, dass diese Ressourcen dafür genutzt werden, dass man selber besser wird, seine Basis ausbaut, seinen Charakter stärkt, seine Ausrüstung verbessert für die nächste Runde und so weiter und so fort. Man hat also eine ständige Motivation, immer weiter voranzukommen. Prinzipiell ist das Problem bei diesem Genre der Aspekt des Hardcores, das heißt, es gibt kein Matchmaking im klassischen Sinn. Der Planet kann bis zu 20 Spieler gleichzeitig halten und existiert für 6 Stunden, ein sogenannter Cycle. Über diese 6 Stunden kommen und gehen die Spieler auf dem Planeten und das Spiel sorgt dafür, dass eben immer 20 Spieler gleichzeitig auf dem Planeten sind. Dabei spielt es aber keine Rolle, ob der Spieler ein niedriges oder hohes Level hat, ob er als Solospieler reingeht, Duo oder auch als Trio-Team. Das heißt, du kannst als Level 1 Solospieler einem hochleveligen Dreier-Team gegenüberstehen. Und genau dieser Faktor, der erstmal sehr, sehr unfair klingt, ist ein Hauptbestandteil des Genres, weil dadurch natürlich ein zusätzlicher Kick verursacht wird. Ein zusätzlicher Thrill, der den Erfolg noch umso wertvoller macht. Allein schon der Erfolg, wenn man ein hochleveliges Zweierteam legt und die seltene Ausrüstung, die man vielleicht selber noch lange nicht kaufen kann, dann plötzlich looten kann und mit nach Hause nehmen kann, beschreibt einen Erfolg, den man einfach selber erlebt haben muss. Da sind wir auch schon beim ersten Unterschied zu Escape from Tarkov, und zwar die persistierende Welt. Die Tatsache, dass die Welt für 6 Stunden, also für einen Zyklus, existiert, führt dazu, dass die komplette Runde unvorhersehbar ist. Der Ort, wo man landet, die 2 Exits, die man bekommt, sind komplett zufällig. Und auch, ob man mit anderen Spielern gleichzeitig auf den Planeten kommt oder vielleicht als einziger, während schon 19 andere Spieler da rumlaufen, führt dazu, dass jede neue Runde komplett einzigartig ist. Dadurch, dass die Welt die ganze Zeit existiert, landet man praktisch komplett ohne Ladezeit auf diesem Planeten. Das heißt, wenn man eine Runde starten will, klickt man auf den Startknopf und ist auf dem Planeten. Auch das Ausrüsten des Charakters geht sehr, sehr schnell, sodass man nach einem Tod praktisch innerhalb von 15 Sekunden wieder in einer neuen Runde sein kann. Dabei verliert das Spiel aber nicht an Komplexität, weil sämtliche Kernelemente vorhanden sind, wie zum Beispiel
Das Ausrüsten des Charakters mit verschiedenen Rüstungsklassen, Helmen, Rucksack, man muss gut überlegen, wie viel man investieren möchte für die eine Runde, welche Waffe man mitnimmt, welchen Händler man wie freischaltet, um welche Waffe spielen zu können, welche Munition dazu kommt, mit welcher Munition man welche Aufgaben erfüllen möchte, möchte man jetzt Monster jagen oder auf Spielerjagd gehen oder nichts von beidem. Also das sind Faktoren, die man sich vor einer Runde überlegen kann, um besser vorbereitet in die nächste Runde zu gehen. Also sozusagen, wie viel man einsetzen möchte für die nächste Runde, mit dem Gedanken, dass man sterben und alles verlieren kann. Dabei sind sämtliche Systeme denkbar einfach gelöst, und zwar gibt es 5 Seltenheitsklassen von einfach bis legendär. Und findet man beispielsweise Loot, muss man nicht erst lange überlegen, was wertvoll ist oder was weniger wertvoll. Dadurch, dass die Seltenheitsklassen farblich gekennzeichnet sind, ist epischer Loot logischerweise wertvoller als seltener Loot oder eine epische Waffe natürlich stärker als eine seltene Waffe. Dieses einfache Grundprinzip, gepaart mit dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, ermöglicht einen sehr, sehr schnellen Einstieg in das Spiel. Auch Dinge wie Durst, Hunger, Blutungen und so weiter wurden bewusst weggelassen. Wer sich jetzt fragt, ja gut, wenn der Planet jetzt 6 Stunden lang existiert und ich nach 2 Stunden lande, dann finde ich ja kein Loot, der irrt, weil die Entwickler natürlich das Ganze bedacht haben und einen Sturm auf die Welt loslassen. Dieser Sturm ist prinzipiell tödlich, sorgt aber auch dafür, dass sich sämtlicher Loot im Spiel wieder auffüllt. Das heißt, schaut man sich das Wetter an und sieht, oh, da ist gerade ein Sturm vorbeigezogen, während man auf dem Planeten landet, weiß man, dass die Lootspots entsprechend prall gefüllt sein müssen. Das Ganze ist also ein nicht endender Zyklus und The Cycle von Spawns und Extraktionen, die komplett zufällig sind, auf einer persistierenden Map, die 6 Stunden lang existiert und 20 Spieler beinhaltet. Was mich jetzt besonders an diesem Prinzip fasziniert, ist, dass sie anscheinend ganz deutlich auf ihre Mitbewerber schauen. Fragt man die Entwickler beispielsweise, was sie von einem Flea Market halten, so ist sowohl der Flea Market ein Begriff, als auch die Bedeutung eines Flea Marktes und die Auswirkungen eines Flea Marktes bei Escape from Tarkov. Für The Cycle Frontier beispielsweise sagen sie, dass ein Flea Market nur dafür sorgen würde, dass das ganze Spiel sich mehr um das Geld drehen würde. Ein Flea Market also praktisch dazu führen würde, dass die Leute mehr Geld anhäufen wollen, mehr Loot-Runden machen und so weiter. Was eine Entwicklung wäre, die Entwickler gar nicht haben möchten und den Schwerpunkt auf die Spieler legen, also auf die sogenannten Prospektoren. Das sind die Spieler, die immer die Raids auf dem Planeten durchführen. Also dass der Fokus auf diesen Prospektoren liegt, auf denen ihr einzigartiges Leben und sie zu verbessern im Laufe der Zeit. Ein anderes Beispiel sind die Munitionstypen. Es ist nicht so, dass es für jede Waffe viele Munitionstypen gibt, sondern jeder Waffentyp hat einen Munitionstypen. Möchte man jetzt aber mehr auf Penetration gehen, also Rüstungsdurchdringung erhöhen, um Spieler zu besiegen oder vielleicht mehr Fleischschaden machen, um Monster zu töten, kann man die Waffe mit einem einfachen Modifikator ausstatten. Dieser Modifikator sorgt dafür, dass sämtliche Standardmunition eben eine höhere Rüstungsdurchdringung hat oder mehr Fleischdamage macht. Das heißt, dass komplexe Zusammenhänge relativ simpel und logisch gelöst wurden, was ich absolut faszinierend finde. Die Entwickler haben mit diesem Spiel ein Projekt gestartet in einem Genre, in dem wirklich schwer Fuß zu fassen ist. Aber die Ansätze, die sie dabei bringen, sind total erfrischend und geben auch hier und da einen Ausblick, wie es zum Beispiel in Escape from Tarkov weitergehen könnte. Gerade was den MMO-Aspekt bzw. offene, persistierende Welten angeht, wir reden nun mal von Streets of Tarkov beispielsweise. Ich möchte aber gar nicht so viel immer mit Escape from Tarkov vergleichen. Wir sehen auch viele Anleihen, zum Beispiel bei Hunt oder bei Apex. Was nicht schlecht ist meiner Meinung nach, solange das Spiel es schafft, eben seinen eigenen Stil beizubehalten, was ihm meiner Meinung nach auch gut schaffen. Ihr merkt schon, ich bin relativ begeistert, aber lasst euch nicht blenden, probiert es selber aus, denn das Spiel ist komplett kostenlos, es bleibt free to play, sowohl in der Beta als auch bei Release. Und wer das Ganze ausprobieren möchte, wir hatten eine Closed Beta vom 1. Oktober bis 8. November 2021. Darauf folgt noch eine offene Beta und der Release in Q1 2021. Mich würde mega eure Meinung interessieren, was ihr glaubt. Schafft es so ein Spiel, in so einem schwierigen Genre, mit so einem Setting, sich in der hart umkämpften Spielewelt durchzusetzen? Ich meine, Cycle Frontier muss ja nicht unbedingt Escape from Tarkov oder andere Titel schlagen. Die Frage ist aber, ob es in der Zukunft einen Platz in der Spielewelt findet. Ich glaube, diese Frage kann momentan keiner beantworten, weil es eben was ganz Neues ist. Aber die Tatsache, dass ich so viel Spaß in der Beta hatte und wirklich sowohl sehr, sehr kurze als auch sehr, sehr lange Sessions machen konnte, ohne Probleme, also sozusagen mein Zeitmanagement nutzen konnte, hatte ich wenig Zeit, konnte ich trotzdem ein paar Runden spielen und dabei noch Spaß haben, erfolgreich sein und leicht einsteigen. Diese Tatsache lässt mich doch hoffen, dass wir in Zukunft noch sehr, sehr viel von diesem Spiel hören werden. Es hat auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, meiner Meinung nach. Schlussendlich bin ich gespannt, ob die Ideen, die hier bei Cycle Frontier umgesetzt wurden, möglicherweise auch hier unter Einfluss auf Escape from Tarkov haben könnten. Also, so oder so, es bleibt spannend. Leute, bleibt gesund, bleibt sauber, testet das Spiel mal aus, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Und ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. Hasta luego, hasta la vista, ciao, 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 ciao.